herzlich willkommen beim ersten Gruppenspiel der UEFA Champions League. Und die Manege tobt, eine imposante Geräuschkulisse für ein mit Spannung erwartetes Spiel. Die UEFA Champions League-Hymne lässt Fußballherzen höher schlagen. Mal die Aufstellung der beiden Teams ansehen. Benzema. Die Tür ist offen. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Daniel Carvajal. Und er spielt zu Marcelo. Und er haut das Ding vor. Und weg damit aus der Gefahrenzone. Da treibt er den Ball weit vor. Bale. Er wartet auf die Flanke. Direkt fürs Tor. Toni Kroos. Felipe Melo. Spielt das Ding lang. Dafür wird er einen Freistoß bekommen. Für mich ist es keine Überraschung, dass es hier Gelb gibt. Sie schlagen ihn nach vorn. Und da packt er die Sense aus, um Himmels Willen. Und ab auf die Flanke. Wie heißt es so schön, das Runde muss ins Eckige. Aber bisher hat noch keine der beiden Mannschaften diese berühmte Fußballphrase beherzigt. Sagst du zu diesem Tor, Hansi Küpper? Also man muss schon sagen, das wirkt alles einstudiert. Das haben sie im Training mit Sicherheit immer wieder genauso versucht. Er verschafft sich den Freiraum im 16-Meter-Raum, bekommt den Ball und macht das Tor. Real
Madrid führt mit einem Tor und will das Ergebnis halten. Das ist die Führung, davon haben sie geträumt. Jetzt heißt es natürlich weiterarbeiten und einen im Moment angenockten Gegner nicht wieder aufbauen. Technisch brillant gemacht, aber den muss er natürlich machen dann. Den müssen sie auf der Rechnung haben, das macht er immer wieder gerne. Der Vorstoß aus dem Mittelfeld, im richtigen Moment. Er hat die Chance, jetzt muss er den Ball nur noch reinmachen. Und er ist immer noch am Ball. Der Ball kommt durch. Nutzt er seine Möglichkeit. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat die Lücke gesucht und ich bin mir ziemlich sicher, diese Lücke hat es nicht gegeben bei so vielen Beinen im Strafraum. Heftig weggedroschen. Und auf geht's in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Eine kompakte Mannschaftsleistung, defensiv wie offensiv, und dafür wurde das Team belohnt. Es steht also 1:0 zu Beginn des zweiten Durchgangs. Auf geht's zur zweiten Hälfte. Toni Kroos Cristiano Ronaldo Felipe Melo mit dem Tackling, das war ein Foul. Klare Sache, das muss Gelb geben. Der war einfach zu schnell für die Verteidigung und die hatte keine andere Möglichkeit mehr, um den auszubremsen. Also das ist keine optimale Entfernung, aber ein richtig starker Vollspannschütze, der richtig draufhaut, für den läuft das hier vielleicht sogar unter Nahdistanz. Am Verteidiger kommt der Ball nicht vorbei, Eckball. Toni Kroos wird die erste Ecke reindrehen. Guter Kopfball. Jetzt ist er drin. Jetzt liegen sie mit 2 Toren vor. Und damit steht's 2:0. Also ich lege mich mal fest, mit diesem Vorsprung im Rücken müssen sie schon eine Menge falsch machen, um am Ende diese Partie nicht zu gewinnen. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind zu wenig Anspielstationen. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab es einfach kein Durchkommen. Er versucht, die Breite des Platzes zu nutzen. Cengizhan. Keine echte Gefahr für den Kasten. Sie liegen zurück und sie versuchen jetzt aus der Distanz zum Erfolg zu kommen. Vielleicht ist das ja das richtige Rezept. Gucken wir mal schnell auf die Bank. Die Jungs machen sich warm. Also den einen oder anderen könnte man noch bringen. Ein guter Lauf. Macht er gut, mit viel Erfahrung, ganz abgebrüht. Bisschen ungeschickt im Zweikampf, faul. Vollkommen richtige Entscheidung, das ist Gelb. Geht alleine. James Rodriguez. Jetzt aber! Hier hätten sie das 3:0 wirklich machen müssen. Wenn er den reingemacht hätte, dann hätte ich dieses Spiel abgestempelt.
Mittlerweile wissen wir, was dieser Mann kann. Und spätestens jetzt weiß die Hintermannschaft, wenn du einen wie ihn nur Sekunden aus dem Auge lässt, dann folgt die Strafe auf dem Fuß. Er versucht's alleine. Cristiano Ronaldo. Jetzt ist Übersicht gefragt. Ja, da versucht er die Abwehr zu überlupfen. Und jetzt aber. Häuptling Zauberfuß. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Burak Yilmaz. Der Referee pfeift ab und die Partie ist beendet. Das war genau der Start, den man sich erwünscht hatte. Diese Leistung gibt viel Selbstvertrauen für die nächsten Spiele. Ich bin für eine neue Spielzeit. So unterhaltsame Partien sollten durchaus zweimal 90 Minuten dauern.